Hallo YouTube. Ja, das sieht immer noch so aus. Ich will auch noch nicht schleifen, weil die Farbe ist immer noch nicht da. Sendungsnachverfolgung hängt irgendwie. Und ich würde gerne relativ zeitnah, nachdem ich den Filler geschliffen habe, den Lack da draufpacken. Nicht, dass noch ein bisschen das zu viel kontaminiert wird. Jedes Mal, wenn man schleift oder sowas in der Richtung, ne? Umwelteinflüsse und so weiter und so weiter. Ne? Ich mache es halt draußen, damit es besser trocknet, Sonne und so weiter. Ja, großes Problem. Wenn die Farbe nicht kommt, hätte ich vielleicht eher bestellen können. Ja, naja, macht nichts. Gibt ja noch genug zu tun. Und zwar. No, wir haben schon Nacht, wie man dort draußen sieht. Die Stecker lassen sich nicht umkonfektionieren. Ja, zu Deutsch, der gute alte Lötkolben, Lötzinn und ich haben hier eine Nachtvorstellung. Muss ja mal irgendwann fertig werden, das Ganze. Also von daher, ja, ich weiß, viele behaupten, man soll im Auto nicht löten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dahinter der Verkleidung nicht wahnsinnig belastet ist. Die Kabelfarben stimmen sogar. Leider sind die Stecker innen nicht kompatibel. Ja, so geht Kabelbaum auf Kabelbaum und dann sehen wir weiter. Also wie gesagt, die Kabelfarben stimmen. Sollte nicht wahnsinnig viel passieren. Ja, schön mit Schrumpfschlauch habe ich mir zurechtgeschnitten. Zwei größere, wahrscheinlich für den Scheibenwischermotor. Und die Resten kleineren. Sind kleinere Leitungen. Ja. Insgesamt gesehen, schöne Feierabendaufgabe. Okay. Ja, ich sitze sehr bequem im Kofferraum. Die ersten Leitungen sind zusammen. Ich bin übrigens nicht am Kiffen, das ist der Lötkolben. Ja, wie gesagt, Kabelfarben passen. Nie vergessen, nie mit Isolierband arbeiten im Auto. Das gibt ganz blöde Ergebnisse. Feuchtigkeit. Übergangswiderstände, Fehlermeldungen und so weiter und so weiter. Es gibt Lötverbinder, Lötquetschverbinder, gar nicht schlecht. Und ja, die Möglichkeit einfach mal zu löten. Wie gesagt, viele sagen, das soll man nicht tun. Aber nur weil man das nicht sagt, soll man es ja auch nicht unbedingt immer für voll nehmen. Bei mir hat es schon immer ewig gehalten. Mein halber Land Rover besteht aus Lötstellen, also von daher. Also die Elektrik, nicht das Auto. Ja, also bis jetzt komme ich ganz gut voran. Nett. Lustige Arbeit für abends. Bis gleich. So, wie man hier sieht, der Kabelbaum ist wieder intakt. Stecker ist unten. Ich verwende selbstschweißendes Band. Das Zeug ist, das klebt überhaupt nicht. In dem Moment, wo man das wickelt bzw. zieht, aktiviert sich das und vulkanisiert sich aufeinander. So ist der ganze Kram hier komplett wasserdicht. Okay. Den wursteln wir jetzt da durch und dann haben wir es erledigt. Und zwar klappert der Kleine hier. Ich habe ihn schon mal auf die Rampe gestellt. Sieht lustig aus. Ich glaube auch, ich weiß, woran es liegt. Achtung, unterm Auto ist windig. Ja. Hier hat sich eine Schraube verabschiedet, eine Mutter verabschiedet. Verbindungsstück. Und deswegen klappert hier alles. Ja. Mal gleich mal eine Mutter besorgen. Die Handbremse. Der Wagen hier hat nur eine Trommel für die Handbremse. Die läuft auf die Kardanwelle. Mache ich mal Licht an. Die Handbremse bei dem geht auf die Kardanwelle, ne? Der hat hinten keine Handbremse an den Rädern. Nur diese eine Zentrale. Und die lässt langsam ein bisschen nach, weil da mal ein neues Seil reingekommen ist. Ja, wird sie jetzt mittlerweile gelenkt haben. Und da gibt es halt dieses Problem. Aber erstmal muss ich den Kram hier festmachen. Das nervt wahnsinnig. Jedes Mal, wenn man das Auto startet oder ausmacht, klappert das Ding vor sich hin. Ja,
So ein Dieselmotor schüttelt sich halt, wenn er ausgeht. Und ja, ist aber kein Beinbruch, wird festgeschraubt und gut ist. Nächste Baustelle, wenn man mit hohem Ladedruck fährt. Hier unten ist die Fußdichtung zur Downpipe. Und ja, die müsste dann mal neu, ne? Die Ersatzteile für das Auto sind so unglaublich billig. Das ist keine Ironie, das ist wirklich alles spottbillig für dieses Auto. Die Dichtung hat mir sogar ein Fachhändler in Hamburg geschenkt. Er hat sich gefreut, dass noch jemand 300 TDI fährt. Ja, finde ich gut. So lebt er noch lange. Ja, eigentlich sind diese Motoren ziemlich unzerstörbar. Das ist halt so. Ja, okay. Ich werde mir mal Werkzeug zusammensuchen und dann mal anfangen. Oh, da ich mit dem Astra nicht so wirklich weiterkomme, weil ich immer noch keine Teile habe, manchmal dauert es halt länger, habe ich mal den kleinen hier ein bisschen ans Laufen gebracht, ein bisschen Öl aufgefüllt, den Filter gewechselt, er läuft wieder. Ja, jetzt kann er schön mit 3 Litern bis 3,5 Litern auf 100 Kilometer durch die Gegend fahren. Und man muss nie vom Gas gehen, das Fahrwerk ist wirklich Wahnsinn. Die Spurbreite ist verbreitert, wie man hier sieht. Ja, mal schauen, bin sehr zuversichtlich, dass er in Kürze wieder laufen wird. Der quant noch ein bisschen, aber der ist gleich warm. Anhängerkupplung, übrigens 750 Kilo darf er ziehen. Ja, für so einen kleinen Trailer reicht, ne? Hat übrigens Quattro-Antrieb, ne? Ist so ein Aufkleber macht sein Auto schneller. Ja. Ich finde den witzig und er fährt wieder, beziehungsweise ja, er fährt wieder. Gerade mal ein paar Meter hin und her gefahren. Also technisch scheint er das Ding nicht kaputt gekriegt zu haben, dafür im Innenraum. Ja, manche Leute, ne, wissen wir ja. Nicht anfassen das Werkzeug. Einfach lassen. Okay, ich werde heute nicht mehr weiterkommen. Ne? Das Auto repariert, musst du noch einkaufen und weiß der Geier, weiß der Teufel. Dann war ich noch bei einer Autoverwertung in Niedersachsen, im östlichen Niedersachsen, wo dann jemand sein Leid klagte, dass er ja wegen Corona und Kurzarbeit jetzt kein Geld mehr hat. Und der Besitzer der Autoverwertung hat mich dann angegrinst und sagte mir so, der gibt gerade sein Auto ab, Abwrackprämie, hat sich ein neues gekauft. Vor 2 Wochen. Ich sag so, ah, wusste er das mit der Kurzarbeit noch nicht vor 2 Wochen? Doch, doch. Das war schon Anfang letzten Jahres. Immer wieder. Und ja, Leute. Ein Opel Astra F mit 76.000 Kilometern runter. Ein Diesel. Ernsthaft? Muss da abgeben, weil, ne? Kriegt man auch nicht mehr gerettet. Weil die Autos aus den 90ern halten einfach zu lange. Die müssen vom Markt, ne? Blöde Sache für so einen Autohersteller, aber sorry, aber für mich sitzt das dahinter. Das hat mit Umwelt nichts zu tun. Produktion ist das Problem der Umwelt, nicht das Erhalten der Fahrzeuge und so weiter und so weiter und so weiter. Die 90er wollen sie von den Straßen haben, seit den, also beide Abwrackprämien und jetzt diese Kaufprämien und weiß der Geier was nicht. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ich mache das nicht mehr mit. Ich habe euch ein paar Aufnahmen, also ich habe ein paar Aufnahmen gemacht im Supermarkt. Die Leute drehen schon wieder komplett am Zeiger und also hier zumindest drehen komplett am Zeiger, räumen die Supermarktregale leer, als ob die Welt untergeht. Aber wir müssen unbedingt noch ein neues Auto kaufen, Neuwagen, damit der Nachbar neben uns während der Apokalypse neidisch bleibt. Alter, manche Leute kämmen sich wirklich morgens ganz intensiv mit dem Hammer. Okay, ich mache das mal fertig und ich versuche mal das Ding hier ans Fahren zu kriegen. Versuche noch ein paar Felgen auszuprobieren. Ich habe noch ein paar hier. Ja, okay, ich wünsche euch einen schönen Karfreitag. Tschüss. An den Motor erinnern sich noch einige. Bin gerade beim Teile besorgen.
Ich habe mal geguckt, wie viel Wasser drin ist. Kann ein bisschen mehr. Den Motor kennt ihr alle, ne? Aus dem Seat, aus dem Betrüger-Video. Für alle halbschauen Experten, die meinten, mit 260.000, 70.000 sind die Dinger am Ende, ne? Ihr seid Spinner. Ganz ehrlich. 360.000 mit dem Originalmotor. Läuft einwandfrei. Wartung, Leute. Wartung. Und der geht wieder auf die Straße. Nur mal so als Anmerkung zwischendurch. Offensichtlich werden wir in Kürze alle sterben. Gerade mal ein bisschen in Penny unterwegs. Hier steht ursprünglich das Toilettenpapier. Einmal gar nichts. Okay. Hier war das teure Zeug. Und hier stand mal die Milch. Interessant, oder? Richtung Nudeln sieht es auch nicht besser aus.